Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. So, die ersten paar Kilo Ersatzteile für den Land Rover sind gekommen. Ja, das da auf der rechten Seite ist nicht für den Land Rover. Auch, aber das erkläre ich auch später. Was haben wir denn da alles? Ach ja, ich werde alt. So, Bremsflüssigkeit. Jetzt fokussiert das blöde Ding wieder nicht, aber klar. Bremsflüssigkeit. Text da, sagt jedem was, ne? Ist dann schon mal eine Marke. Ne? So, was haben wir hier? Das leidige Thema Zahnriemen. Und das Kurbelwellenrad mit der. Na, wie heißt es noch? Mit dem Käfig, ne? Dass es nicht runterwandern kann. Ich blende euch mal am Ende das Video ein für den Zahnriemen, beziehungsweise warum das des Öfteren so passiert. Ja, Bremsscheiben, ne? Land Rover Discovery, Mapco und einmal Bosch. War schneller lieferbar. Das, ja, und dann die entsprechenden Belege. Hier noch. Und Simmerringe für Kurbelwelle, vorne und hinten, etc. etc. Das da bleibt noch ein Geheimnis. Ein neuer Zahnriemen, Spannrolle. Ah. Zahnriemen habe ich erstmal gezählt, ob das der richtige ist. SKF, ne? Auch das werdet ihr in einem anderen Video sehen. Die muss ich leider zurückschicken. Ist der falsche Keilriemen gekommen. Sogar ein paar Mal der falsche Teil Keilriemen gekommen. Was der mit dem Land Rover zu tun haben soll, weiß ich jetzt auch nicht, aber naja. Und dann noch die diversen Zubehörteile für die Bremse. Auch einmal neu machen komplett. Ne? Sind ja 4 Kolbenbremsen. Ja. Zumindest schon mal das da. Fehlen noch ein paar Blechteile, aber die kommen aus England. Dauert ein bisschen länger. So, so viel dazu. Ja, wir sitzen im Mercedes, der immer noch nicht richtig läuft. Der Sonnenuntergang läuft schon. Soll ich mich jetzt verabschieden? Nein. Wir sind alle ein bisschen krank. Ein bisschen Erkältung oder sowas in der Richtung. Also nichts Ernstes. Deswegen ein bisschen langsam angehen lassen. Und da passte das ganz gut. Das Top Don einen rausgehauen hat. Ich soll das neue Auslesegerät vorstellen und testen. Ja. Also mal gucken. Die Ausstattung. Ja, das habe ich genauso geplant. Vergessen die Tür zuzumachen. Also. Das hier werden wir noch testen. Mercedes Adapter. Offensichtlich auch voll gepinnt. BMW Adapter. Wir haben Adapter für alle möglichen Fahrzeuge. Nissan, Fiat,
Hyundai, Kia, alle speziellen Adapter. Ne? Einige ganz interessante Sachen dabei. Das sind OBD1-Schnittstellen sozusagen. Ne? Sowas hier zum Beispiel. Na, spezielle Geschichten, um mehrfach zu verkabeln und weiß der Teufel. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt solche Autos herbekommen soll. Aber offensichtlich kann das Gerät auch ältere Fahrzeuge mit OBD1. Ne? Interessant. Die habe ich allerdings schon mal aussortiert. Solche Fahrzeuge kommen bei mir jetzt eher nicht vor. Ja, das ist Kabel für eine Zigarettenanzünder. Wie man ganz unschwer erkennt, für die OBD1-Dinger, die brauchen manchmal Fremdstrom. Ne? Kann man dann alternativ auch mit dieser Klemme machen. Hm. Es gibt Diagnosestellen, die haben selbst keine Stromversorgung. Ja. Das hier ist diese besagte Geschichte, dieser Adapter. Der geht dann hier in den Dongle rein, bekommt hier drüber praktisch über den Adapter da drüben Strom und ist hier mit dem Adapter verbunden. Ja. Dann, weil das alles noch ein bisschen langwierig werden könnte, haben wir hier noch ein OBD-Kabel und das Ladegerät. So, der Dongle selber, Bluetooth, ne? Nicht viel zu sagen, ne? Wir stecken ihn einfach mal rein. So, das Teil steckt. Ganz praktisch diesmal mit Bügel. Kann man schon ein bisschen besser mitarbeiten, finde ich. So, verbunden ist er. Hm. Was nicht im Lieferumfang enthalten ist, man kann mit dem Ding auch Batterietests machen. Ist meine Batterie in Kürze tot, ja oder nein? Das kann das Ding auch. Braucht man allerdings einen Bluetooth-Adapter für. Gibt's. Ich weiß jetzt nicht, ob der kompatibel ist. Einmal für 49 und einmal für 99 Euro. Das wäre dann hier Batterietester. Ja. Batterietest, Anlasstest, Ladetest, Systemtest, Batteriebibliothek. Testberichte kann man machen, ne? Bedienungsanleitung etc., Einstellungen. Ich will das beenden. Ja. So. Was haben wir denn hier noch? Wir haben lokale Diagnose, Wartung etc. etc. Gucken wir mal, was die Wartung kann. Adaption, Luft-Kraftstoff-Gemisch, Bremsenrückstellung, Ölservice-Rückstellung, Lenkwinkelsensor, Batteriewechsel, auch gut. Bremsenentlüftung, sag das doch. Drosselklappe anlernen, Reifendruck, Dieselpartikelfilter regenerieren. AdBlue, Rückstellung, adaptives Licht etc. einstellen, Airbag, Entlüftung für Kühlsystem wahrscheinlich. Ja, Entlüftung Kühlsystem, Abgasrückführung, Kurbelwellensensor anlernen. Ja. Getriebeadaption, ganz wichtig, Wegfahrsperre. Hier kann man die Wegfahrsperre programmieren. Injektorkondierung, ganz wichtig. Spracheinstellung ist unwichtig. NOx-Sensor, Adaption, Tacho. Kann man angleichen, wenn man einen neuen eingebaut hat. Wollen wir jetzt machen, nicht machen, aber ne? Kann man. Diagnose und einstellen. Ja, ja. So, Schiebedachadaption. Kalibrierung fürs Fahrwerk, wenn du ein Luftfahrwerk drin hast. Elektrische Sitzverstellung, Deaktivierung, Start-Stopp. Änderung, Radgröße wahrscheinlich, genau. Aktivierung, was genau?
Ach so, die Transportsicherung vom Fahrzeug, Initialisierung der Fenstergeschichten. So. Diagnose. Mercedes sitzen wir hier. Mercedes-Benz. Bluetooth verbunden. Automatisch suchen. Mal gucken, ob er das Auto erkennt. FIN-Code hat er selber rausgefunden, der ist gut. Ab 2003. 270 CDI Wagon, richtig. Zündung einschalten. Der Motor ist sogar an. So. Jetzt können wir uns aussuchen, was wir im Grunde genommen haben wollen. Ne? Türen, Chassis, Audio, System. ESP etc. Body Power, der Teufel weiß. Wir wollen einfach alles. Alles. Einfach alles. Studiotisch geklingelt. Das ist gerade im Radio. So. Im südlichen Mecklenburg ist. Ja. Das mache ich also nicht, das macht er, ne? Am besten wie am Landgestüt in Rede. Ne, das macht er. Das ist. So tief ist er gerade im System drin, dass er alles aktivieren kann. Beziehungsweise das geht kurz an, wenn das. Das muss ja an sein, um es zu überprüfen. Ja, TV hat er nicht, Tele8 hat er nicht. Sowieso eher meistens. Auch mal ein bisschen Sonne, aber. Soundsystem, ja. Wo sind wir jetzt? Ah, hier sind wir jetzt. Wie gesagt, die Mercedes, die schnappen sich immer Millionen von Fehlern auf. WLB-Position ist ausgefallen, die habe ich noch nicht storniert. Nicht schlecht. Parktronic-System kann er sogar. Da kommt das andere nicht rein. Finde ich gut. Türsteuermodule etc. Nicht schlecht. Ja, das habe ich noch nicht storniert. Mit dem Wählhebel, den habe ich ausgetauscht. Jetzt kann ich alle löschen. Ja, hier sieht man zum Beispiel, hat man ganz gut gesehen, am Sam, da waren drei Fehler. Ich habe jetzt gelöscht, jetzt ist nur noch einer. Also die Sam durch die Übergangswiderstände, das sind die Steuermodule, vorne und hinten haben wir eins. Das ist eigentlich euer Sicherungskasten, darunter ist aber noch ein Steuergerät. Ne? Und die sammeln ziemlich viele Fehler mit Übergangswiderständen halt. Ne? Sam Front wahrscheinlich, ja. Ja. Gar nicht schlecht. Wie man sieht, es ist schweinekalt.
laut der Meinung des Außentemperatursensors minus 1 Grad. Alles zugefroren. Ja. Und wir wollen dieses Fahrzeug nochmal auslesen, und zwar mit dem neuen Gerät, bei dem ich das auch gleich ein bisschen vorstelle. Ja, mein großes Problem ist, ich habe mich natürlich auch informiert über das Gerät. Naheliegend ist YouTube. Und da gibt es den einen oder anderen, der offensichtlich dieses Gerät auch vertreibt, aber ehrlich gesagt sich damit überhaupt nicht beschäftigt hat und es vorstellt. So die Behauptung, dass dieses Kabel hier, man könnte damit das Gerät aufladen, das ist totaler Quark. Das ist die Fremdstromversorgung für OBD1. Manche Diagnosestellen haben selbst keine Stromversorgung und müssen extern Strom versorgt werden. Man kann das von innen machen, über den Zigarettenanzünder, entsprechende Leitung. Und das ist das besagte Adapterkabel. Hier kommt der Dongle drauf. Ne? Hier wird das OBD-Gerät angeschlossen und da ist die Fremdstromversorgung, was sehr praktisch ist, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ja, hier sind praktisch die Adapter, das ist jetzt Mercedes hier. Ich habe jetzt gerade keinen Mercedes gefunden, wird aber noch nachgeholt. Würde mich auch interessieren, ob auf den Stecker wirklich zugreift. Ja, wie gesagt, da kommt dann jetzt dieser Adapter da dran. Es hat nichts mit dem Aufladen des Geräts zu tun, ne? Also wenn ich ein Gerät vertreibe, dann muss ich auch vielleicht eventuell mal ein bisschen Fachwissen vorweisen. Und das regt mich immer so ein bisschen auf, wenn Leute mir erzählen wollen, wie irgendetwas funktioniert und dann selber dummes Zeug erzählen. Ne? So, Dongle ist drin. Ja, das hat ja am Ende was damit zu tun, was für Erwartungen ich schüre. Vielleicht möchte das irgendjemand haben. Das ist ein USB-C-Anschluss. Darüber wird das Gerät geladen. Also du kannst es im Auto laden. Ne? Mit einem entsprechenden Adapter fürs Handy. Ja, es wird mit entsprechenden Erwartungen da dran gegangen und dann sind das schlicht und ergreifend Fehlinformationen. Auf der anderen Seite steckst du OBD1 irgendwo rein und der Dongle sagt nichts, weil er keine Stromversorgung hat. Das ist, ne? Erst denken, dann vorstellen. So. Dann wollen wir mal gucken. Diagnose. Volkswagen. Sonderfunktion. Ja, er muss mit dem Hotspot verbunden sein, um die ein oder anderen Sonderfunktionen zu erfüllen. So. So ist in der Richtung zum Beispiel, ne? Initialisierung der Klimaanlage, Benzinpartikelfilter und so weiter und so weiter und so weiter. Service zurücksetzen. Was können wir noch? Geführte Funktionen. Fahrzeugmodell, diese Golf, 1J Golf, Limousine, 1,6er, AIH, genau.
Jetzt kann ich das praktisch online mir runterladen. Für dieses Fahrzeug. Ja. Wollen wir mal gucken, wie schnell er ist. Ja, machen wir eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Während das runterlädt, noch ein paar Worte dazu. 2 Jahre lang ist die Aktualisierung kostenlos. Ja? Und ich werde euch einen Code unten einblenden. Dann könnt ihr 100 Euro sparen auf das Gerät. Also meine Leute, die das jetzt gucken, bezahlen 100 Euro weniger mit meinem Code. Ja? Ist alles in der Videobeschreibung unten drin. Die 100 Euro weniger, die tun auch ein bisschen weniger weh. Es ist schon nicht billig, ne? Aber dafür ist das hier auch schon Werkstattniveau. Ne? Kein Witz, das ist wirklich Werkstattniveau. Und teilweise über Werkstattniveau. Also ich kenne genug Werkstätten, die haben nicht solche Geräte. Also die kommen nicht so weit. Ja. Wobei ich auch genug Werkstätten kenne, die mehr als solche, also bessere Geräte als das haben und nichts können. Weil sie nur Fehler auslesen und danach irgendwelche Bauteile wechseln. Ja? Das muss man auch können, man muss mit so einem Gerät auch umgehen können. Nur Fehler auslesen, da ist ein Fehler, muss ich austauschen. Und dann funktioniert es immer noch nicht. Ja, das ist nicht die Interpretation von Fahrzeugreparatur. Bestätigen. Sind wir also ganz tief drin, ne? Ah, Behördenfahrzeuge der Niederlande, Funkfernbedienung, Komfortschlüssel, Komfortsystem aktualisieren. Ne? Wir können auch das Steuergerät für das Komfortsystem kodieren. Ne? Steuergerät, Komfortsystem, Audi, BMW und VW haben ja mal öfter mal das Problem, dass sie Ärger machen. Ne? Gerade Audi, wenn es unten im Fußraum mal nass wird. Ja. Da gehen wir mal raus. Bestätigen. Ja, ja. Online-Kodierung. Schmeißen wir uns jetzt mal selbst raus. Ja. Okay, wir gehen wieder bei VW rein. Und da ist es doch trotzdem. So. Wartungsinformation. So. Haben wir, VW haben wir. Fahrzeugmodell ist ein Golf. Limousine haben wir. Aha, sie muss ja starten. Wir können uns also alles runterziehen, was wir haben wollen. Ne? Wirklich alles. Gut, auch das beenden wir jetzt mal eben. So. Und nochmal, weil es so schön war. So, Motorelektronik wollen wir mal auswählen. Das ist jetzt die komplette Fehlermeldung, nicht wahr?
Verbrennungsaussetzer, den Scheiß kennen wir ja komplett. Ne? So, löschen wir den Code? Nein, machen wir noch nicht. Diagnoseplan. So, das ist jetzt der Diagnoseplan, ne? Okay. Bericht. Okay. Das ist der Bericht. Bestätigen. Achso. Was haben wir denn hier? 210.517. Okay. Was haben wir sonst noch? Kilometer, ja. Bemerkung, nix. So. Jetzt haben wir hier oben, können wir vorher praktisch eingeben. Ne? Werkstatt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Adresse irgendwo am Arsch der Welt. Ne? Auftragsnummer, Techniker etc. Ne? Bestätigen. Bericht wird erstellt. So, den könnt ihr jetzt entweder von dem Gerät direkt schicken. Ne? Per E-Mail. Der hat ja einen Internetzugang. Oder. So, jetzt aber. Okay, öffnen. Okay, so, jetzt habe ich den Bericht hier oben drauf, ne? So, jetzt kann ich den so weiter verschicken. Ne? Ich habe hier alles drauf. Alles Wichtige. Mit allen Fehlern und sowas in der Richtung. Kann das entsprechend dem Kunden senden. Also, schon nicht so übel, ne? Also, da hat sich einer Gedanken gemacht bei dem Gerät. Unser Handy mal wieder wegpacken. So. Ja, du kannst jetzt praktisch per WhatsApp oder sowas in der Richtung, kannst du mal eben schnell so einen Diagnosebericht wegschicken. Finde ich ganz gut. Ist auch sehr gut gemacht mit den RFID-Codes oder wie die auch immer heißen, keine Ahnung. QR-Codes, genau, das war's. Weg da. So, mal gucken, löschen. Aus. Es läuft auch relativ sauber und ein paar Kilometer weiter geht er wieder in den Notlauf und spinnt rum und geht aus teilweise. Ja. Blöde Sache. Datenstrom. Mal gucken. Von der Liste. So, Luftmasse. So, Lufttemperatur. Motordrehzahl. Mal gucken. Okay, ist ein bisschen besser aufgebaut als der andere. Also übersichtlicher, ne? Das kann ich jetzt direkt vergleichen. Oh, da, das ist gut. Das finde ich gut. Man kann Dinge miteinander vergleichen. Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Finde ich gut. Von der Bedienung her ist das wirklich praktisch, das Ding. Was haben wir denn sonst noch? Steuergerät kodieren könnten wir machen. Klimatronik, Kanndatenbus, Airbag, Antiblockiersystem, 5-Gang-Manuellgetriebe, Automatikgetriebe etc. Ja, man kann also auch kodieren etc. Ne? Also ist schon mal gut.
Grundeinstellung. Ah, das Ding hat ein bisschen VCDS mit drin. Also man kann die Grundeinstellungen machen. Abbrechen, Betätigungstest. Ja, nochmal. Ah, ich höre es. Warte mal. Okay, ja, das werde ich jetzt natürlich weiter benutzen. Das andere werde ich bei nächster Gelegenheit verlosen. Da lasse ich mir noch was zu einfallen. Bis man irgendwas in Deutschland legal verlost bekommt, ist das schon ein bisschen komplizierter. Ja, das bisherige Auslesegerät, das sehen wir hier. Ne? Ist ein gutes Ding. Ja. Werde ich jetzt verlosen. Der Dongle ist hier. Für die meisten Autos reicht's. Ne? Ihr habt es in meinen Videos gesehen. Ich habe viel damit gemacht. Live-Diagnose etc. Beziehungsweise Live-Daten. Auslesen etc. Also kann schon ordentlich was. Ist jetzt nichts gegen das Gerät. Ne? Gegen das neue. Ja. Auch das hier natürlich WLAN-fähig, kann während der Diagnose, kann sich das Ding aktualisieren. Ne? Und was er alles drauf hat, ne? Ist schon einiges. Und man kann, Aktualisierung, man kann auch einiges aktualisieren an dem Gerät. Ist erstmal noch frei. Ich glaube, dass bei dem ist das so komplett frei. Ja, also man kann auch einiges dazu buchen. Da wir aber nicht in China sind oder hier in Malaysia oder sowas in der Richtung, habe ich solche Sachen einfach nicht runtergeladen. Ne? Tata, India und so was in der Richtung. VAZ, ZAZ, UAS, Russisch, Tata, Indien. Ja, etc. Das braucht kein Mensch. Deswegen habe ich das eigentlich gelassen. Nein, nicht runterladen. Gehst du aus? Shutdown. Genau. Ja, kommt mit Verpackung, mit Ladegerät, mit allem drum und dran. Wie gesagt, ich mache mir da ein paar Gedanken. Ich werde wahrscheinlich Tassen bestellen mit ganz schlicht und ergreifend Moin zusammen drauf. Oder Michael Schumacher dieses Service. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mich da noch mal ein bisschen auseinandersetzen mit dem ganzen Thema. Aber so Richtung Weihnachten werden wir das ganze Ding verlosen. Also könnte das demnächst bei uns unter dem Weihnachtsbaum liegen. Sind auch knappe 400 Euro Einkaufspreis bzw. Kaufpreis. Ne? 400 Euro, 399 liegt das jetzt gerade, glaube ich. Wenn man es günstig kriegt. Ich denke, es ist ein gutes Geschenk. Das andere hat einen Wert von, ich denke mal, um die 400 Euro. Bin da jetzt nicht ganz drauf, das 800 BT ist das andere, das werde ich wie gesagt verlosen, das habe ich auch zur Verfügung gestellt gekriegt. Das hier werde ich weiter testen und kann es bis jetzt wirklich wärmstens empfehlen, also das ist ein wirklich gutes Gerät.
Also ich habe da jetzt wirklich, also es ist wirklich gutes Werkstattmaterial. Ne? Ich kenne viele Werkstätten, die haben weniger gute Geräte. Ja, ist wirklich gutes Werkstattmaterial. Damit sollte man, wenn man in der Familie oder im Bekanntenkreis einige Autos macht, sollte man so ziemlich alles von alt bis neu hinkriegen. Da kann er einiges, muss ich sagen. Wie gesagt, die eierlegende Wollmilchsau wirst du nicht kriegen. Gute Werkstätten haben immer mehrere Auslesegeräte. Ja. Gute Werkstätten haben immer mehrere Auslesegeräte, dass du in alles Mögliche reinkommst. Ja. Ich bin auch schon mit meiner gecrackten Software in eine Werkstatt gefahren, weil die nicht weiterkamen, ne, mit ihren 3000 Euro Auslesegeräten, Diagnosegeräten. Ja, damit ging's dann. Ne? Ich sag mal so rum, mit zwei Geräten kommt man ganz gut klar. Die berühmte gecrackte Software kennt jeder, der sich mit sowas auskennt. Auf einem alten Laptop und dieses Gerät hier, und du kannst eine Werkstatt eröffnen und kannst mehr als so einige andere. Gut. Da hinten klingelt auch schon der Sonnenuntergang. Ein wunderschöner Himmel. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Bis zum nächsten Video.